Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie immer und wie versprochen gibt es noch ein kleines zusätzliches Video zur Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe zur vorigen Einheit. In der vorigen Einheit ging es um Internetauktionen und in dem Fall zur Wiederholung und Vertiefung geht es um die Versteigerung eines Gemäldes von der österreichischen Malerin Leo von Littrow angeblich. Und die Annahme, dass das Gemälde von dieser Künstlerin stammt, beruht darauf, dass es signiert ist mit diesen zwei charakteristischen L für Leo von Littrow als Monogramm. Der kunsthistorische Hintergrund des Falles ist interessant, denn Leo von Littrow ist eine durchaus bedeutende Malerin aus der damaligen österreichisch-ungarischen Monarchie. Aus heutiger Sicht stammt sie aus dem Grenzgebiet zwischen Italien und Kroatien. Sie ist in Triest geboren und in Abbazia in Kroatien gestorben. Über ihr Leben ist ansonsten fast nichts bekannt. Schon ihr Name wird ganz unterschiedlich geschrieben, manchmal als Leonie, manchmal als Leontine und manchmal einfach als Leo oder auch Lea von Littrow. Sie selber hat wohl Leo von Littrow geschrieben. Und man weiß auch nicht genau, wie lange sie gelebt hat. Sie ist vermutlich 1857 geboren, manchmal liest man auch 1860. Und über ihren Todeszeitraum gibt es weit auseinanderliegende Angaben. Vielleicht auch deswegen, weil insofern ihre Person ein bisschen obskur ist. Manchmal hat man auch angenommen, dass es sich um einen männlichen Maler handelt. Konnten auch Unklarheiten darüber entstehen, ob das Werk, um das es hier ging, ihr zuzurechnen ist. Und unser V, unser Verkäufer, ist Besitzer, nicht nur Besitzer, sondern auch Eigentümer. Das war zunächst falsch geschrieben in der Fallschilderung eines Gemäldes, das mit LL signiert ist. Und setzt das nun auf eBay mit der Beschreibung Ölgemälde Monogr für Monogramm Leonie von Littrow 1860 bis 1914 ein. K. ersteigert das für billiges Geld für 412 Euro. Und als er nun feststellt, das Gemälde stammt tatsächlich nicht von Leo von Littrow, verlangt er Schadensersatz in Höhe der Differenz. Also verlangt sie, Entschuldigung, Schadensersatz in Höhe der Differenz im Wert. Sie trägt also vor, wenn das ein echtes Gemälde von Leo von Littrow wäre, wäre es 20.000 Euro wert. Und also schuldest du V mir ein Gemälde im Wert von 20.000. Und wenn es das nicht gibt, musst du mir Ersatz in Höhe der Differenz leisten. Sie macht sich also anheischig, ein Schadensersatz zu fordern mit der Begründung, ich habe ein Schnäppchen gemacht, mir stand zu für eine Zahlung von 412 Euro ein Gegenwert von 20.000. Was ist nun juristisch davon zu halten? Anspruchsgrundlage, und das sollten wir an der Stelle schon aufmerksam beachten, wäre 437 Nummer 3 BGB, also die Liste der Mängelrechte des Käufers in Verbindung mit 311a Absatz 2 BGB, also dem Schadensersatz im Falle der anfänglichen Unmöglichkeit. Denn wenn wir annehmen, es handelt sich hier um einen Mangel des Gemäldes, das Gemälde hätte die Eigenschaft haben sollen, von Leo von Littrow gemalt zu sein, dann ist das ein Mangel, der schon bei Vertragsschluss bestand und der auch nicht behebbar war. Denn aus einem Gemälde eines anderen Künstlers kann man kein Gemälde von Leo von Littrow machen. Also hätten wir einen Fall der anfänglichen Unmöglichkeit mit der speziellen Schadensersatzgrundlage 311a Absatz 2 mit dem besonders gefassten Verschuldenserfordernis. Schauen wir aber zunächst mal auf die Voraussetzungen der Gewährleistung im Allgemeinen. Wir brauchen dafür einen Kaufvertrag und einen Mangel. Dann stehen dem Käufer die in 437 gelisteten Rechte zu. Einen Kaufvertrag haben wir entsprechend dem, was in der letzten Einheit zum Vertragsschluss bei Internetauktionen gesagt wurde. Angebot ist also die Einstellung der Auktion durch V. Ein Angebot, das nicht der normalen Definition des Angebots genügt, weil es den Käufer und die Essentialia Negotii, den Kaufpreis, nicht nennt. Dennoch ist das ein wirksames Angebot, das vervollständigt wird durch die Annahmeerklärung, die K dadurch abgibt, dass sie ihr Höchstgebot abgibt. Sie erinnern sich, nach den eBay-Bedingungen ist das ein aufschiebend bedingtes Angebot, das wirksam wird, wenn K am Ende der Auktionszeit die Meistbietende ist. Das ist letztlich unproblematisch. Wir haben also einen Kaufvertrag. Fraglich ist, ob wir auch einen Mangel haben, und das hängt davon ab, ob die Eigenschaft
von Leo von Littrow gemalt zu sein zur vereinbarten Beschaffenheit der Kaufsache gehört. Denn allein daraus, dass man ein Gemälde kauft, ergibt sich ja nicht, dass es von einem bestimmten Künstler sein muss. Also die besonderen Voraussetzungen des Mangels nach 434 Absatz 1 Satz 2, Tauglichkeit für den gewöhnlichen Gebrauch und so weiter, liegen natürlich vor. Ein Mangel kann sich nur daraus ergeben, dass dem Gemälde die vereinbarte Beschaffenheit im Sinne von § 434 Absatz 1 Satz 1 fehlt. Und das hängt davon ab, ob die Urheberschaft der Leo von Littrow vereinbart war. Im Allgemeinen ist es anerkannt, dass die Eigenschaft von einem bestimmten Künstler zu stammen eine Eigenschaft ist, die man als Beschaffenheit der Sache vereinbaren kann, die also auch einen Mangel begründen kann. Hier hat das Oberlandesgericht München nun sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Angabe im Sachverhalt, also der Hinweis darauf, dass dieses Monogramm besteht, keine rechtsverbindliche Aussage zur Urheberschaft ist. Das mag überraschen, denn tatsächlich besteht natürlich für den Käufer, der sich dieses Angebot auf eBay ansieht, schon der Eindruck, hier wird ein Gemälde von Leo von Littrow verkauft. Es werden ja auch die Lebensdaten zusätzlich angegeben, wenn auch vielleicht die falschen, sodass man das Gefühl hat, hier wird mit Expertise das Bildnis einer bestimmten Malerin angepriesen. Andererseits ist im Bereich privater Verkäufe, also Verkäufe, die nicht von einem Kunsthändler getätigt werden, die Rechtsprechung sehr zurückhaltend mit der Annahme von verbindlichen Zusagen der Echtheit. Und selbst dann, wenn eine Expertise eines Kunsthistorikers vorgelegt wird, folgt daraus aus Sicht der Rechtsprechung nicht unbedingt, dass damit eine verbindliche Haftung für die Echtheit übernommen wird. Und daher kam das Oberlandesgericht München hier zu dem Schluss, es ist zwar gesagt, das Bild könnte von Leo von Littrow sein, aber nicht ich, der Verkäufer, hafte dafür, dass es ein Gemälde von Leo von Littrow ist. Damit ist der Anspruch bereits erledigt, schon ausgeschlossen. Trotzdem hat das Gutachten, hat das Gericht noch weiter geprüft. Wir können das als Hilfsgutachten uns vorstellen. Im Urteil ist das ein obiter dictum. Das OLG München sagt, der Anspruch würde auch scheitern daran, dass die weiteren Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs nach 311a Absatz 2 BGB nicht vorliegen. Wir haben zwar einen Fall eines anfänglich vorhandenen und unbehebbaren Mangels und insofern einen Fall der anfänglichen Unmöglichkeit im Sinn von 311a BGB, aber das besondere Verschuldenserfordernis, dass nämlich der Verkäufer oder der Schuldner den Mangel entweder, also die Unmöglichkeit entweder gekannt haben muss oder aber seine Unkenntnis davon zu vertreten haben muss, das soll nach Ansicht des OLG München nicht gegeben gewesen sein. Dazu stützt sich das OLG München auf tatsächliches Vorbringen des Verkäufers, das ich in meinem Sachverhalt gar nicht aufgeführt hatte, nämlich darauf, dass der Verkäufer gesagt hat, ich hatte Kunsthistoriker konsultiert dazu, wie ich diesen Verkauf durchführen soll und ich habe das Bild aus dem Nachlass eines namhaften Kunsthändlers erworben, deswegen war ich sicher, dass es echt ist. Wenn das so zutrifft, dann ist sicherlich das Verschulden ausgeschlossen, dann ist, konnte V nicht wissen, dass das Bild nicht echt ist. So ein leichtes Störgefühl bleibt bei mir bei dieser Entscheidung trotzdem übrig, denn die beiden Elemente der Begründung passen meines Erachtens nicht so richtig zusammen. Dass einerseits der V selbst überzeugt gewesen sein soll, dass das Gemälde von Leo von Littrow stammt und andererseits das in keiner Weise zugesichert haben soll. Wenn er wirklich überzeugt war, dass das Gemälde von Leo von Littrow ist und wusste, dass es dann einen erheblich höheren Preis hätte erzielen können, hätte es nahegelegen, zur Echtheit was zu sagen, vielleicht eben so zu verfahren, dass er gesagt hätte, ich übernehme keine Haftung dafür, ich lege aber eine Expertise dazu vor, dass es vermutlich von Leo von Littrow stammt. So wie die Sache gelaufen ist, hätte er ja in der festen Überzeugung, dass er ein Gemälde im Wert von 20.000 verkauft, sehenden Auges hingenommen, dass das Gemälde nur 460 erzielt. Andererseits ist natürlich das Verhalten der Käuferin genauso widersprüchlich. Sie behauptet, sie hätte darauf vertraut, dass sie ein Gemälde in diesem Wert für so einen billigen Preis bekommt. Solche Schnäppchen sind zwar bei eBay möglich, nach der Rechtsprechung ist ein Geschäft, bei dem ein solches Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung entsteht, auch nicht sittenwidrig, aber etwas eigenartig ist der angebliche Kenntnisstand der Parteien hier schon. Dennoch
ist die Entscheidung so nachvollziehbar und sie ist auch lehrreich zu den Voraussetzungen einer Beschaffenheitsvereinbarung und den Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs nach 311 Absatz 2, 311a Absatz 2 BGB. Sie könnten sich auf den Standpunkt stellen, dass der Fall eigentlich wenig zu tun hat mit der Problematik von Internetauktionen, weil solche Zweifel an der Echtheit eines Gemäldes natürlich auch im Kunsthandel außerhalb von Internetauktionen vorkommen können. Trotzdem ist der Fall meines Erachtens auch ein Fall, der in unsere Veranstaltung gehört, denn die Schwierigkeiten der Deutung des Angebots beruhen natürlich darauf, dass hier ausschließlich auf elektronischem Wege kommuniziert wird. Hätten Verkäufer und Käuferin sich leibhaftig gegenübergestanden, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, die Frage zu klären oder näher zu präzisieren, was nun von der Echtheit dieses Gemäldes zu halten ist. Schauen wir uns abschließend die Fragen an, die ich als Leitfragen dazu ins Dutta-Papier eingestellt hatte. Die erste Frage war, wie ich im Nachhinein einräumen muss, vielleicht ein wenig missverständlich gestellt. Die Frage oder die Aussage war, die fehlende Echtheit des Gemäldes ist ein Mangel im Sinne von 434 BGB. Wenn Sie das so verstanden haben, allgemein gesprochen kann fehlende Echtheit ein Mangel sein, dann war das zu bejahen. Im konkreten Fall wäre es zu verneinen gewesen, denn tatsächlich war das ja nach der Deutung des Oberlandesgerichts gerade nicht vereinbart. Insofern wäre die Aussage falsch. Hier ist die fehlende Echtheit kein Mangel, weil die Lieferung eines echten Gemäldes nicht vereinbart war. Zweite Aussage, die fehlende Echtheit des Gemäldes ist ein Mangel im Sinn von 435 BGB. Das nun ist klar zu verneinen, denn ein Rechtsmangel im Sinne des 435 liegt hier sicher nicht vor. Ein Rechtsmangel stellt die fehlende Echtheit nicht dar. Nächste Aussage ist ebenfalls klar zu verneinen. Die fehlende Echtheit des Gemäldes berechtigt K zur Anfechtung nach § 119 Absatz 2 BGB. Nein, das ist nicht der Fall. Prinzipiell könnte man hier zwar von einem Eigenschaftsirrtum ausgehen, es ist ein Irrtum über einen wertbildenden Faktor. Nur am Rande möchte ich darauf hinweisen, dass die Frage, wann 119 Absatz 2 BGB einschlägig ist, nicht ganz einheitlich beantwortet wird. Die herrschende Meinung sieht darin einen ausnahmsweise beachtlichen Motivirrtum. Das wirft die Frage aus, warum sollte denn ein Motivirrtum ausnahmsweise beachtlich sein? Eigentlich vorzugswürdig ist die Deutung Flumes, dass es sich um einen sogenannten rechtsgeschäftlichen Irrtum handelt. Aber eben nach dieser Deutung Flumes ist besonders plausibel, was auch die herrschende Meinung annimmt, dass nämlich 119 Absatz 2 verdrängt ist im Anwendungsbereich der Sachmängelgewährleistung und in dem würden wir uns hier befinden. Deswegen also keine Möglichkeit zur Anfechtung durch K nach 119 Absatz 2 BGB. Nächste Aussage ist nun auch falsch. Die fehlende Echtheit eines Gemäldes ist keine Eigenschaft des Gemäldes im Sinne des Sachmängel- und Irrtumsrechts. Das Gegenteil ist der Fall. Prinzipiell ist das ein wertbildender Faktor und eine Eigenschaft, sowohl im Bereich des Sachmängel- wie auch des Irrtumsrechts. Dass ein Sachmängel vorliegen kann bei entsprechender Vereinbarung, haben wir in unserem Fall gesehen. Es könnte auch ein Eigenschaftsirrtum nach 119 Absatz 2 BGB vorliegen, nämlich dann, wenn die Lage umgekehrt ist. Wenn also der Verkäufer ein Gemälde in der Annahme verkauft, dass es sich um das Gemälde eines unbedeutenden Künstlers handelt und in Wahrheit ein Gemälde eines bedeutenden, berühmten Künstlers vorliegt, dann könnte er seine Erklärung anfechten nach 119 Absatz 2. Und die letzte Aussage schließlich ist nach Auffassung des OLG München richtig. Im konkreten Fall war gerade nicht vereinbart, dass vorher ein echtes Gemälde von Leontine von Littrow liefern sollte. Damit ist zu diesem kleinen Fall alles gesagt. Sie sollten sich merken, erstens, die Echtheit eines Gemäldes kann eine vereinbarte Eigenschaft darstellen und ihr fehlen einen Sachmangel, aber an die Vereinbarung der Echtheit sind bei Privatverkäufen hohe Anforderungen zu stellen. Und zweitens, merken Sie sich, dass die Auslegung von Erklärungen, die auf elektronischem Wege ohne persönlichen Kontakt zustande kommen, besondere Schwierigkeiten aufwirft. Vielen Dank.